Ich hab was gefunden. Nicht anfassen, Mann. Der legt dich um. Wann kommt der Boss denn endlich? Der kommt schon. Riley sagt, er hätte Batman gesehen. Ist er auch hier? In Arkham City. Wieso solltet ihr herkommen? Ihr Jungs müsst euch echt mal ein bisschen locker machen. Da ist Batman! Was zum Teufel? Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Ich bin es doch nur. Arkham City wird in Flammen aufgehen. Nachdem ich mich um die gekümmert habe, nun zum eigentlichen Grund meines Besuchs. Versuch ruhig, mir eins überzuziehen, Harf. Das läuft nicht. Nimm sofort deine schmutzigen Pfoten da weg. Aufwachen, Mr. Wayne. Wir haben viel zu besprechen. Strange? Damit kommen Sie nicht durch. Das bin ich schon längst. Hier ist Vicky Vale. Ich melde mich live aus Arkham City, dem umstrittenen Supergefängnis im Herzen Gothams. In wenigen Momenten wird Bruce Wayne erklären, wieso er sich plötzlich so sehr für Lokalpolitik interessiert. Der berüchtigte Playboy und Millionär hat sich vorher noch... Vicky. Millionäre sind doch völlig out. Ich nehme an, Sie hielten sich für unantastbar. Ja, wie Sie bemerkt haben dürften, ist niemand unantastbar. Vielen Dank. Danke, Gotham. Hinter diesen Mauern hier tragen Bandenführer inmitten unserer einst großartigen Stadt einen blutigen Krieg aus. Jeder Insasse aus der Arkham-Anstalt und dem Gefängnis von Blackgate wurde in diese Anlage verlegt. Wie soll das einen Beitrag zur Sicherheit von Gothams Bürgern leisten? Schließen Sie Arkham City. Es ist außer Kontrolle. Ich soll es schließen? Spätestens morgen bin ich ein Held. Genau wie Sie, Batman. Von heute an unternehme ich alles, um Arkham City zu schließen und Gotham wieder sicher zu machen. Denkt an die Ziel ist Wayne. Umstell ihn! Los, Hände hoch, Wayne! Wir haben Wayne! Ziel gesichert! Ich muss mich wohl bedanken. Bruce Wayne ließ sich so viel leichter fangen als Batman. Und jetzt, da wir sie haben, kann Protokoll 10 beginnen. Es wird mein Erbe sein. Ein Sinnbild ihres Scheiterns. Und falls sie versuchen, mich aufzuhalten, werde ich allen ihr Geheimnis verraten. Neue Insassen, ihr gehört mir. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Professor Hugo Strange. Und ich leite die... Verdammt, was soll das werden? Hast du gedacht, wir hören dich nicht? Helf mir! Verdammt, was soll das werden? Hilfe! Willkommen, Arkham City, Wayne. Was machst du hier, Wayne? Wohl den Butler umgelegt, was? Du wirst hier drin sterben. Du wirst mir die Seife aufheben, Wayne. Du gehörst mir. Wieder auf den Boden! Worauf wartest du noch, Wayne? Reihe A, vorwärts! Reihe A, Gefangener!
Wayne, du gehörst in Reihe A. Hey, Wayne, ich hörte, der Pinguin hat dein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Das hole ich mir. Du arbeitest ihr zwei geht aus dem Weg. Wayne, schwing deinen Arsch hier hoch. Ich hasse ihn. Sprich seinen Kiefer. Bruce Wayne, du stehst auf meiner Liste. Meine Damen. Schlag ihn nochmal. Pech. Weiter gehen, Gefangener. Die Waffen runter. Mr. Wayne wird uns keinen Ärger bereiten. Nicht wahr, Mr. Wayne? Die Handschellen können dranbleiben. Wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Stimmt's? Die Türen schließen. Fertig machen für Einlass. Ich kann nicht glauben. Neuer Gefangenentransport. Bruce Wayne? Na klasse. Gerade noch berichte ich über Ihre lausige Pressekonferenz, jetzt sind wir beide hier. Das wird Ihnen eine Lehre sein, sich nicht mehr in die Politik einzumischen, was? Hören Sie mir gut zu. Wenn die die Tür öffnen, Ruhe bewahren, bleiben Sie in meiner Nähe. Von einem, der noch nie gekämpft hat, lasse ich mir ganz sicher keine Ratschläge erteilen. Ruhe bewahren. Sie versuchen uns anzunehmen. Sorry, Mann. Jeder ist auf sich allein gestellt. Wer ist hier für ein Krepier? Aufstehen, Ryder. Ich sagte, aufstehen. Wen haben wir denn da? Willkommen in der Hölle, Ruthie Boy. Gute Nacht. Hallihallo, Mr. Wayne. Oh, was ist los? Soll ich Ihren Butler rufen? Cobblepot. Sie erinnern sich. Ich bin gerührt. Ihre Familie hat meine zerstört, Wayne. Das, nun ja, nennen wir es doch ganz altmodisch Rache. Ah! Ah, macht ihn kalt! Ich glaube, er hat mir die verdammte Hand gebrochen. Mach das Tor auf, du Frau! Wenn dieser Haufen mit Ihnen fertig ist, breche ich persönlich jeden Knochen in Ihren Händen. Ich muss weiter nach oben und Alfred kontaktieren. Alfred, hast du meine Position? Gerade bekommen, Sir. Es gab mehr Interferenzen als sonst. Ich benötige einen sofortigen Abwurf auf dem Dach von Ace Chemicals. Ich bin auf dem Weg dorthin. Natürlich. Ich habe in den Abendnachrichten gesehen, wie Sie abgeführt wurden. War es die ganze Zeit über Teil Ihres Plans, sich festnehmen zu lassen? Nicht ganz, obwohl mir das ein Vier-Augen-Gespräch mit Hugo Strange verschafft hat. Und wie verlief es? Gar nicht gut. Er weiß, dass Bruce Wayne Batman ist. Außerdem hat er mir gesagt, dass ihn etwas namens Protokoll 10 berühmt machen wird. Ich kann Arkham City nicht verlassen, bevor ich weiß, was es ist. Sie eingetroffen, Sir? Gerade rechtzeitig.
Alfred, ich habe einer Tigerwache einen Codeschlüssel abgenommen. Ich werde mich in ihr Kommunikationssystem hacken. An alle Einheiten, hier Air Tiger 4. Die Gefangene 4011 ist im Gerichtsgebäude. Ich wiederhole, Catwoman ist im Gerichtsgebäude. Ist sie in Gefahr? Bestätigt. Zielperson ist in der Gewalt von Dent. Wir glauben, dass er sie töten will. Wie sollen wir vorgehen? Schon gut. Lassen wir Two-Face den Spaß. Verstanden. Das klingt nicht gut. Nein, tut es nicht. Mr. Dents Vorliebe für das Binäre dürfte Miss Kyle gar nicht gut bekommen. Wenn es in Arkham City eine Person gibt, die weiß, was gespielt wird, dann ist sie es. Ich muss nach Catwoman suchen. Schon! Dass wir hier draußen in der Kälte sind, wenn die ganzen guten Sachen da drinnen abgehen. Mach einfach, was Two-Face sagt. Ja, bring ihn bloß nicht dazu, die Münze zu werfen, wenn die falsch ist. Hier drüben kämpft jemand! An diesem Ort kann man nur überleben, wenn man sich ein wenig Respekt verschafft. Furcht. Sie verschafft uns diesen Respekt. Zeigt ihnen, wie die Dinge bei uns laufen. Doch wir sollten fair sein. Das ist immerhin ein Ort des Gesetzes, nicht wahr? Scheiß aufs Gesetz. Töte sie und alle fürchten uns. Vorhang auf für die Angeklagte! Du verstehst es echt, ein Mädchen hängen zu lassen, Harvey. Hey, warst du etwa beim Schönheitschirurgen? Das war dafür, dass du uns bestohlen hast. Niemand bestiehlt uns. Oh, tut mir leid, ich war ein böses Kätzchen. Bind mich los. Ich verspreche dir, ich mach's wieder gut. Mal sehen, ob die Münze glaubt, dass du die Wahrheit sagst. Das Gericht tagt jetzt. Ruhe! Ruhe! Was zum Geld noch? Hat eine Knarre! Gefällt dir schon besser. Willkommen, Insassen von Arkham City. Ich muss den Kerl mit der Kanone ausschalten. Wenn der weg ist, ist der Rest im Raum ein Kinderspiel. Neue Gesichter für die Gang. Heute stellen wir jeden von euch vor die Wahl seines Lebens. Zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch uns anschließen, um eine neue Macht in Arkham zu wählen. Und diesen... Unser Freund Batman ist hier. Schnappt ihn und schneidet ihn in zwei. Halt still, damit ich vollstrecken kann. Dass ihr sterbt. So ein Mist! Das ist der Ort, an dem du sterben wirst. Sag mal, spielst du nur mit diesen Jungs? Einspruch! Abgewiesen. Oder Zahl, Miezekätzchen. Bei welcher Seite komme ich hier lebend raus? Nicht bei dieser.
Du stirbst jetzt. Ich plädiere für einen Vollstreckungsaufschub. Keine Knarre, ha? So ein Jammer. Das hier wird ganz schön wehtun. Ich hab noch eine, du Schlampe. Und ich hab immer gedacht, Katzen hätten 9 Leben. Lass dich nicht so hängen, Harf. Komm zum Kätzchen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du voller Überraschungen steckst? Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen, Selina. Ja, und wie? Ich glaube, ich habe mir vorhin einen Nagel abgebrochen. Sehr lustig. Und was willst du, Mr. Detective? Protokoll 10. Was weißt du darüber, Selina? Nie davon gehört. Das hilft mir nicht weiter. Was ist mit Strange? Ich traue ihm nicht. Erst war er jahrelang verschwunden, dann taucht er wieder auf und man macht ihn zum Chef von Arkham City. Er arbeitet angeblich mit Joker zusammen und hat sich etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Vielleicht ist das Protokoll 10. Zwinker, Zwinker, Fledermaus. Gleich knips ich dein Kätzchen aus. Der Ex-Bezirksstaatsanwalt sagte was für... Was zum Teufel? Wir sehen uns bald, Bats. Hier ist es ja richtig gefährlich. Ist ja großartig. Erwartest du einen Kuss? Das war Joker. Du bist hier nicht sicher. Niemand ist das. 9 Leben schon vergessen? Ich muss herausfinden, wo die Kugel in den Gerichtssaal eingedrungen und eingeschlagen ist. Die Flugbahn der Kugel führt mich geradewegs zum Schützen. Da ist die Waffe. Allem Anschein nach wird sie von Joker ferngesteuert. Wen haben wir denn da? Wir haben uns ja ewig. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Mal überlegen, da war eine Anstalt, ein paar Monster und... Oh, stimmt ja! Du wolltest mich da verrecken lassen. In deiner Erinnerung hat es sich vielleicht anders abgespielt, aber wen kümmert's? Du musst dich jetzt nur noch um die Bomben sorgen. Beeil dich mal, die Uhr tickt. Alfred, ich habe das Signal geortet, mit dem das Scharfschützengewehr ferngesteuert wurde. Es war der Joker. Bestand daran je ein Zweifel? Ich schnapp ihn mir. Das Funksignal müsste mich zu ihm führen. Viel Glück, Sir. Wenn ich diesen Strangey vor die Fäuste bekomme, lege ich den Hund um. Wenn ihr für mich arbeitet, erwarte ich neben einer gewissen Mordlust und einem Bombenaussehen
nur Loyalität und Gehorsam. Ich habe Sie diesen Geldsatz. Wenn ihr für mich arbeitet, werde ich immer hinter euch sein. Manchmal mag das bedeuten, dass ich dabei in einem bombensicheren Bunker sitze. Aber keine Sorge. Alfred, ich muss irgendwie in das Sionis-Stahlwerk reinkommen. Haben Sie es mit der Vordertür versucht, Sir? Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? War offenbar zu leicht. Mal sehen. Wenn alle anderen Zugänge versperrt sind, wäre der einzige Zugang... Nein, das ist Selbstmord. Der Hauptschornstein? Okay, also dann. Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Weiß nicht, Mann. Sieht ziemlich krank aus. Du meinst schlimmer als sonst? Hab ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich hab alles versucht. Tja, hätte es nicht mehr anstrengen sollen. Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Oh, ich glaube, das können wir noch besser. Komm rein, Mr. Hammer! Molly? Komm, Mr. J! Helft mir! Halt! Planänderung. Bringt sie in die Schmelzkammer. Mr. J will, dass sie ruhig noch etwas länger leidet. Also gut, raus mit dem Rest von euch Idioten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück. Sofort! Er wird dafür bezahlt, dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat. Holt ihn! Hier oben in Sicherheit. Kannst du ruhig da unten bleiben und verbrennen. Alfred, ich habe den Joker gefunden, aber ich komme nicht ran. Ihnen fällt sicher eine Lösung ein, Sir. Ja, ganz bestimmt. Ich habe gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche sie und kümmere mich dann um den Joker. Hast du das Geräusch gehört, dass die letzte... Wir können jederzeit... Bitte, hol mich hier raus. Können Sie stehen? Sekunde. Was ist nur mit all den Leuten los? Diese Irre glaubt, dass ich Joker heilen kann. Was ist denn mit ihm? In seinem Blut ist irgendwas. Eine Art von Toxin. Es bringt ihn um. Er gibt etwas namens Titan die Schuld. Titan? Ja. Weißt du, wovon er da redet? Er spricht auch ständig von seinem letzten Lachen. Oh, Doc. Ich dachte, diese Information sei vertraulich. Was ist los? Woher weiß sie, was wir gesagt haben? Verrammelt diese Tür, Jungs, und zwar richtig. Wir wollen doch nicht, dass uns das Ungeziefer entwischt. Wenigstens kommen Sie nicht rein. Wir sind in Sicherheit, oder? Warten Sie hier, Doktor.
Was zum Henker machst du da? Ich suche einen Weg hier raus. Jemand muss den Joker aufhalten. Bleiben Sie hier. Ihnen geschieht nichts. Ganz sicher? Verstecken Sie sich, wenn Sie jemanden kommen hören. Ich komme wieder. Schmelzkammer rausgekommen, Batman! Was hast du gebaut? Sag's mir! Harley, komm wieder her! Ich glaube, ich sterbe. Sieh nur, was du angerichtet hast! Verdammt, B-Man! Komm mal, Mr. J! Du stirbst hier, kleine Fledermaus. Nein! Geh mir sofort aus dem Weg, Quinn. Lass uns in Ruhe, Batman. Geh, lass mich mit ihm allein. Ich hab gesagt, aus dem Weg. Das ist alles deine Schuld. Seit Jahren stellst du ihm nach, schlägst ihn zu Brei. Und für was? Wieso bist du so gemein? Überraschung! Oh, bist auf den alten, kranken Joker-Witz reingefallen, Batman! Nächster Schlagmann! Oh. Los, komm her, Harley. Aber ich will wissen, wer er ist, Schatzi. Keiner ist der, für den er sich ausgibt, Süße. Wozu den Spaß verderben? Es war alles gelogen. Und du bist überhaupt nicht krank. Nett, dass du das sagst. Aber du müsstest es eigentlich besser wissen. Ich bin ganz schön krank, mein Freund. Nehmen wir nur mal mein Blut als Beispiel. Wünschte, jemand würde es nehmen. Es bringt mich noch um, dieses Zeug. Kann mir doch egal sein. Nicht ganz, denn ein klitzeklein bisschen von mir steckt jetzt auch in dir, Bats. Ach komm. Sag nicht, dass du das nicht schon immer wolltest. Hör zu, uns läuft langsam die Zeit davon. Ich brauche deine Hilfe. Ich hatte das Heilmittel schon fast. Ich war ganz nah dran, doch man hat's mir weggenommen. Dann sterben wir also beide. Das ist es mir wert. Ach ja? Stell dir vor, du stirbst, obwohl du weißt, dass es Gotham schon bald genauso ergehen wird. Wovon redest du überhaupt? Oh, hab ich das nicht erwähnt? Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, Proben meines Blutes in sämtliche Notaufnahmen der Stadt zu legen. Dann ist das Protokoll 10. Gotham wird vergiftet. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Protokoll 10? Noch nie davon gehört. Gut festhalten! Du hörst von mir!
Ich höre. Na, fühlst du dich etwas abgespannt? Was willst du? Ach, Bats, Kopf hoch! Ich töte dich nicht. Ups! Wo ist das Heilmittel? Wer hat es? Ich habe unseren kaltherzigen Mr. Freeze mit der Herstellung beauftragt. Aber er ist untergetaucht. Ich finde ihn. Darauf wette ich! Alfred, Joker hat mich vergiftet. Möglicherweise auch ganz Gotham. Mr. Freeze hat das einzige Heilmittel. Worauf warten Sie denn noch? Er ist in Arkham City. Finden Sie ihn. Wenn es so einfach wäre. Er wird da sein, wo es kalt ist. Er braucht Temperaturen unter Null, um überleben zu können. Ich will Sie ja nicht entmutigen, aber da draußen herrscht gerade Winter. Habe ich bemerkt. Die Kapuze ist so kalibriert, dass sie Wärmesignaturen ortet. Das alte GCPD-Gebäude? Freeze hat vermutlich eins der forensischen Labore umfunktioniert. Ich muss da rein. Dieses Funkgerät hätte, kann ich sämtliche Funksprüche von Pinguin abhören. Jokers Jungs sind immer noch draußen, Mr. Cobblepot. Gut, sieh zu, dass es auch so bleibt. Kein Problem. Pinguins Schläger haben diesen Raum gut abgesichert. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Pinguin überwacht seine Männer mit Herzfrequenzmessgeräten. Er wird es merken, wenn ich einen davon ausschalte. Ich muss schnell sein. Versucht ihr mich zu veralbern? Findet ihn! Komm, reißt euch zusammen! Ich zahle und will Ergebnisse sehen! Bewegt euch! Aufhaltet, schicke ich jemanden zu euren armseligen Familien und sorge dafür, dass ihnen gehörig wehgetan wird. Dann lasse ich sie bei euch an und ihr Leben betteln. Bitte, dann, ich gebe auf. Sieh mich an. Ich lasse meine Waffe fallen. Du musst mir nicht wehtun. Wo ist Freeze? Er ist im Museum. Der Pinguin hat ihn. Ich werde dir wohl die Zunge rausschneiden müssen, Kleiner. Ich mag nicht, wenn die Leute über mich reden. Nein, tut mir leid, Mr. Cobblepot. Er hat mich gezwungen. Kannst du ihn haben, Batman? Wieder in meinem Museum bin ich sicher. Versuch doch, mich zu holen. Ich
habe noch eine Menge Überraschungen für dich. Und die erste kommt jetzt. Das klingt nicht gut. Alfred. Hallo, Sir. Haben Sie das Heilmittel von Mr. Freeze bekommen? Es gab Komplikationen. Der Pinguin hat Freeze in seiner Gewalt und mich im GCPD-Gebäude eingesperrt. Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie sterben werden, wenn Sie das Heilmittel nicht bald finden. Danke für den Hinweis, Alfred. Ich bin in einem Polizeigebäude. Cobblepot muss einen Beamten bestochen haben und der hat ihm die Zugangscodes der öffentlichen Gebäude verraten. Ich lade die Codes gerade runter. Kinderspiel, Batman. Den wir hier haben. Und Batman? Suchst du die Bullen? Den Eismann? Oder mich? Ich bin nur wegen Freeze und den Geiseln gekommen. Aber jetzt werde ich mich auch um dich kümmern. Oh, du jagst uns vielleicht Angst ein. Dir wird dein Lachen gleich vergehen. Ach was, echt? Hört zu, man könnte mich einen Sammler nennen. Ich liebe es, das zu besitzen, was andere begehren. Und was ich nicht habe, das hole ich. Okay, es ist so. Ich habe da hinten einen Schaukasten mit deinem Namen drauf, der nur gefüllt werden müsste. Und wie es das Schicksal so will, stehst du gerade genau da, wo ich dich haben wollte. Also was sagst du? Wirst du jetzt ein braver Junge sein und dich fein ergeben? Du wirst hier niemandem mehr Befehle erteilen, Cobblepot. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Sieh dich um.
Dieser Haufen von Psychopathen bettelt nur darum, sich mir anschließen zu dürfen. Aber bedauerlicherweise nehme ich nur die Allerbesten. Und heute wird der Beste derjenige sein, der dich tötet. Kommt raus, Jungs! Zeit für die Aufnahme. Traum! Tun sollen, Batman. Du zwingst dich dazu, die großen Kaliber aufzufahren. Oh, er freut sich offenbar nicht, dich zu sehen, Batman. Viel Glück. Den Pinguin gefunden. Und Mr. Freeze? Haben Sie das Heilmittel finden können? Noch nicht. Die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Pinguin hat einen Vorrat der Titanformel. Er hat was? Wie hat der Titan von Arkham Island runtergekriegt? Was ist hier los? Ihre Biodaten schießen in die Höhe. Nett, dass du uns hilfst, Oracle. Alfred, weih Barbara an alles ein. Natürlich. Aber... Ich melde mich. Bleib, wo ich dich sehen kann, Batman. Du glaubst nicht, wie sehr der alte Schneemann sich gewehrt hat. Aber ich hab, was ich wollte. Der Rest ist egal. Halt still, Kleiner. Nein, nein, nein! Komm doch, wenn du hier fertig bist, zur Eisberg-Lounge, damit ich dir nochmal in den Hintern treten kann. Genieß dein Bulleneis. Hier drüben, bitte. Das Eis sieht instabil aus. Ich muss langsam sein, mir Zeit lassen. Bitte, hilf mir! Festhalten! Hier dürften Sie sicher sein. Vielen Dank. Gehören Sie zum 13. Bezirk? Wo ist der Rest Ihres Teams? Es waren noch zwei in diesem Raum. Pinguin hat sie eingefroren und ist dann auf mich los. Ich lief und, naja, ist wohl klar, wie es weiterging. Ich schnappe sie. Sie bleiben hier und wärmen sich auf.
Ach, so kalt. Woher hat Pinguin die Waffe? Er hat sie von Mr. Freeze gestohlen. Ich hol sie zurück. Bitte! Ich brauche Hilfe! Schon, Batman! Kämpf mit mir! Das Heilmittel. Wo ist es? Vergiss den Clown. Ich will Cobblepot. Er hat meinen Anzug, meine Waffen. Ich werde ihn für das, was er mir angetan hat, töten. Ich übernehme Pinguin. Du solltest dich auf das Heilmittel konzentrieren, sonst sterben unschuldige Menschen. Du verstehst es nicht. Ohne ihn werde ich meine Arbeit nicht vollenden können. Ich muss ihn haben. Es hängt alles davon ab, Batman. Einfach alles. Pinguin schützt sich gerade mit deiner Kältekanone. Wie überliste ich sie? Sehe ich aus wie ein Narr? Wieso sollte ich ausgerechnet dir das sagen? Weil ich dir deinen Anzug nur holen kann, wenn ich heil daran vorbeikomme. Denk drüber nach, Victor. Du siehst schlecht aus. Was wird aus Nora, wenn du sterben solltest? Lass ja meine Frau aus dem Spiel, Batman! Mach nicht den Fehler, das hier falsch zu verstehen. Wir sind keine Freunde. Nein! Heute ist kein guter Tag, um mich zu ärgern, Victor. Nein, nicht! Ich habe einen Sicherheitsunterbrecherchip im Anzug eingebaut, damit niemand die Waffe gegen mich einsetzt. Hat ja toll funktioniert. Wieso besorgst du dir nicht den Sicherheitsunterbrecher und findest selbst heraus, wie du ihn stoppen kannst? War mir ein Vergnügen, Victor. Konzentriere dich auf das Heilmittel. Ich hole deinen Anzug zurück. Sie benutzen Wärmesichtgeräte. Jeder, der eines trägt, wird in der Lage sein, mich im Dunkeln zu sehen. Keine Sorge, Mr. Cobblepot, wir haben alles im Griff. Der Anzug von Freeze ist im Kasten. Hab ihn im Blick. Das will ich dir auch geraten haben. Batman ist auf dem Weg und er sah vorher nicht gerade glücklich aus. An mir und den Jungs kommt er nicht vorbei. Der Anzug ist in Sicherheit. Sag den Jungs, ich lege für denjenigen, der ihn mir Leben bringt, nochmal 100.000 drauf. Sehr großzügig. Ist so gut wie erledigt. Zuhören! Pinguin will Batman lebend haben. 50.000 für denjenigen, der ihn fängt. Dann her mit dem Geld. Er gehört mir. Nicht, wenn ich ihn... Ich habe einen von euch Idioten verloren. Beenden wir das Ganze! Pinguin hat... Hier drüben! Schnell! Hier ist jemand! Das ist nicht gut. Er wacht nicht auf! Seien Sie leise, dann sind Sie sicher. Wir sind erledigt. Was zum Henker machen wir denn jetzt?
der Schreiter! Da oben hängt einer fest! Kommt hier rüber! Nur noch drei übrig? Was ist das? Irgendein bescheuerter Tanzwettbewerb? Legt ihn um! Mir fehlt ein Mann. Das ist nicht gut, oder? Aber ich bin mir sicher, dass mich der Rest von euch nicht enttäuschen wird. Was glaubst du, wo er hin ist? Bleib ja weg von mir, Batman! Hast du gehört? Wenn du näher kommst, leg ich den Kerl um! Versucht ihr mich zu veralbern? Findet ihn! Ich hab gesehen, wie du aufgeräumt hast. Wahnsinnsarbeit, Mann. Ich bin Tom. Tom Miller. Sie gehören zu Gordons Einsatzkommando. Hab Ihre Akte gelesen. Hast du? Ich meine, natürlich, Sir. Cobblepot hat diesen Ort in eine Festung verwandelt. Wir müssen von irgendjemandem verpfiffen worden sein. Wir wurden geschnappt, anschließend hergebracht und dann gehörig verdroschen. Sie sind sicher. Jetzt gelten nur noch zwei Personen als vermisst. Was ist mit der Iceberg Lounge? Cobblepot hat uns gerne dorthin gebracht, um uns weiter zu verprügeln. Wenn du Glück hast, findest du sie dort. Das ist also der berühmte Freeze-Anzug. Leider. Was machst du da? Wenn ich weg bin, warten sie 10 Minuten und bringen das zu Freeze. Er ist dann keine Gefahr. Kein Problem, Batman. Erledigt, Cobblepot. Nein, entschuldige, bitte tu mir nicht weh. Ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Ich wollte dir helfen, Batman. Ich hab dir die Gelegenheit gegeben, von ihr abzuhauen. Aber nein, du musstest ja den starken Mann markieren. Aber weißt du was? Von hier oben siehst du ganz schön mickrig aus. Oh, nicht traurig sein. Ich hab eine kleine Überraschung für dich da unten. Solomon Grundy.
Geborener Montag, vergiss das nie! Getauft am Dienstag, heirat am Mittwoch, ein Tag, den ich mag. Hab ihn da unten gefunden, als ich das hier gekauft hab. Sehr praktisch. Noch du und ich. Fledermaus gegen Vögelchen. Wo ist das Vögelchen, Batman? Ah! Wo ist Cobblepot. Oh, sowas. Wen haben wir denn da, Mr. Free? Oh. Es reicht. Freeze, es reicht. Ja, natürlich. Du wirst das, was du getan hast, bereuen. Hast du gehört, Cobblepot? Das Heilmittel, Freeze. Es gibt keins. Was? Lass es mich erklären. Es war leicht, ein Heilmittel für die Krankheit des Clowns zu erschaffen. Bedauerlicherweise zerfällt dieses Heilmittel zu schnell. Es benötigt einen stabilisierenden Bestandteil, irgendein verbessertes Enzym. Ohne das zerfällt es, bevor es seinem Wirt helfen kann. Ich habe das da schon mal gesehen. Die Suche nach einem geeigneten Enzym wäre nicht das einzige Problem. Es müsste angepasst werden, und zwar an die menschliche DNS. So etwas dauert Jahrzehnte. Eine Zeitspanne, die dir sicher nicht zur Verfügung steht. Was ist, wenn ich dir sage, dass es einen Mann gibt, der diesem Enzym seit Jahrhunderten ausgesetzt ist? Wer ist dieser Mann? Sein Name ist Ra's al Ghul. Bring ihn zu mir. Ich brauche eine Blutprobe von ihm.
Es ist deine einzige Hoffnung. Ra's al Ghul ist tot. Dann sind der Clown und du dem Untergang geweiht. Nicht zwingend. Es muss mir nur jemand sagen, wo sein Körper ist. Dann kann ich zu ihm und ihn aufwecken. Ketzer! Du bist es nicht würdig, Ra's al Ghuls Namen auszusprechen. Du bist ein Narr, Batman. Du hast deine letzte Hoffnung entkommen lassen. Nein, Victor. Wenn Ra's al Ghul in Arkham ist, habe ich nun eine Spur, die zu ihm führt. Oracle, neuer Plan. Ich verfolge die League of Assassins. Wieso? Was haben die mit all dem zu tun? Oh, eine Sekunde. Geht's um Ra's oder seine Tochter? Pinguin lässt ein Mitglied der League of Assassins im Gefängnis festhalten. Ich kenne das Zeichen. Sie ist ein Mitglied von Talias Elitewache. Ich wusste es. Was ist nur an dieser Frau, dass sie für dich augenblicklich zur wichtigsten Person der Welt wird? Talia ist nicht das Ziel, Barbara. Ich habe Freeze unfertiges Heilmittel hochgeladen. Ich glaube, die Antwort findet sich... in Ra's al Ghuls Blut. Okay, Bruce, ich schätze, du musst ihn suchen. Aber lass dich nicht ablenken. Sie darf dir nicht wieder in die Quere kommen. Die Blutspur führt nicht weiter. Ich kann die Attentäter nur finden, wenn ich noch weitere Beweismittel aufspüre. Ich kann Ra's nur finden, wenn ich am Linie einen Sender befestige. Ich muss möglichst nah ran. Du bist nur noch am Leben, weil der große Ra's al Ghul es duldet. Ruf ihn zurück. Die kann ich erledigen. Lass es. Folge uns nicht. Ich brauchte deine Hilfe nicht. Ach ja? Ich weiß nicht, für mich sah das schon etwas anders aus. Ich hatte alles unter Kontrolle. Wieso hat Alfred dich geschickt? Er hat sich Sorgen um dich gemacht. Nimm das und lass es analysieren. Durchsuch danach die Krankenhäuser und Notaufnahmen. Jeder mit diesem Blut wird innerhalb von 24 Stunden sterben. Wessen Blut ist es? Oh, es ist deins, nicht wahr? Ich gehe in die Krankenhäuser und kehre dann zurück. Du brauchst meine Hilfe. Ich komme schon klar. Du wirst in Gotham gebraucht. Es könnte schlimmer werden. Viel schlimmer. Meinst du? Wenn Strange wirklich deine Identität kennt und sie allen verrät, was dann? Wie willst du? Vertrau mir, ich finde eine Lösung. Du weißt, wo ich bin, wenn du Hilfe brauchst. Ich weiß. Jetzt geh! Absolutes Sperrgebiet. Oracle, ich gehe nach unten.
Unter der Oberfläche ist Gotham ein Irrgarten aus Stahl und Eisenstreben. Mein Signal könnte darunter leiden. Versuch es nicht zu verlieren. Ich leite zusätzliche Satelliten zur Überwachung um. Viel Glück, Bruce. Das Signal des Senders geht hinter dieser Tür weiter. Aber die sieht aus, als wäre sie seit Jahrhunderten versiegelt. Die Assassins müssen einen anderen Weg benutzen, um durchzukommen. Das müssen die berühmten mechanischen Wächter von Wonder City sein. Offenbar verfügten sie über ein recht fortschrittliches Innenleben. Es gibt eine Art Speicherband, erinnert fast schon an primitives Video. Vielleicht kann ich es scannen und analysieren. Die zusammengesetzten Überwachungsaufnahmen zeigen, wo die Attentäter hingegangen sind. Sie wird einen Geheimgang passiert haben. Ich muss ihn finden. Sieht aus, als sei ein Schwert hier das Richtige. Protokoll 10 tritt in 4 Stunden in Kraft. Zeit bleibt mir. Oh, Gott sei Dank. Ich will nicht drum rumreden. Wenn es so weitergeht, Minuten. Ehrlich, Bruce, du musst mir genau sagen, was ich tun muss. Was soll Robin machen? Du weißt, wenn du nicht... Ich schaffe es. Du hättest meine Warnung beherzigen sollen. Hier unten wird dich niemand retten. Halt! Hallo, Talia. Wie konntest du uns finden? Ich habe deine Leibwächterin wiedererkannt. Ich musste ihr danach nur folgen. Herrin, ich habe mich von ihm austricksen lassen. Verschwinde! Ich kümmere mich später um dich. Wieso lässt du dich festnehmen, nur um mich zu sehen, Bruce? Nach unserer gemeinsamen Nacht in Metropolis hättest du doch auch einfach anrufen können. Ich bin nicht deinetwegen hier. Wo ist Ra's? Wenn er wieder tot ist, musst du ihn wiedererwecken. Nur ein würdiger Nachfolger darf dem großen Ra's al Ghul gegenübertreten. Mein Vater wollte immer, dass wir zwei zusammen sind und seine Armee gemeinsam befehligen. Stell dir das vor. Du... Ich... eine bessere Welt. Dein Gesicht! Was ist passiert? Ich will den Platz an deiner Seite einnehmen. Du willst ein Assassin werden? Wieso sollte ich dir diesen Sinneswandel glauben? Du hast mein Gesicht gesehen. Sehe ich aus, als hätte ich eine Wahl? Bist du bereit für die Prüfungen des Dämons? Beweise, dass du ein Leben beenden würdest, um die Welt zu retten. Ich bin bereit.
Ra's al Ghul. Vater. Willkommen, Detective. Es ist Zeit für deine letzte Prüfung. Töte mich. Nimm meinen Platz als Kopf des Dämons ein. Es ist dein Schicksal. Ich töte niemanden. Nicht einmal dich. Was? Du hast mich belogen. Ich brauche etwas vom Blut deines Vaters. Es gab nur diese Möglichkeit. Erlaube mir, dir zu helfen. Benutze mein Schwert. Nimm alles davon. Nein. Und das? Das ist dein letztes Wort? Du hättest mich töten sollen, als du die Gelegenheit dazu hattest. Unsere Zahl ist Legion. Sieh die wahre Macht. Deiner Lazarusgrube! Es ist unser Schicksal, die Erde zu beherrschen, den Menschenabschaum von ihrem Antlitz zu wischen. Nur wir können es erreichen. Mein Vater ist alt. Seine Zeit ist abgelaufen. Unsere beginnt erst. Nimm seine Klinge. Töte ihn. Akzeptiere dein Schicksal. Akzeptiere unser Schicksal. Du weißt, dass ich das nicht tun kann, Talia. Dann, Geliebte, wirst du sterben müssen. Du kannst uns nicht besiegen. Du kannst uns nicht besiegen. Unsere Zahl ist Legion. Es gibt so viele von uns. Thank you.
Was macht ihr da? Hör mir zu, Detective. Hör gut zu. Du wirst mich töten. Du wirst die League of Assassins anführen. Denn wenn du es nicht tust, töte ich die einzige Person, die du jemals geliebt hast. Das war nicht Teil des Plans. Tu es. Töten soll. Ja, das hätte er. Was ist das für ein Mann, der seine eigene Tochter opfert? Und du? Du hast mich belogen. Ich dachte, du liebst mich, Bruce. Ich dachte, du wärst bereit, dich uns anzuschließen. Talia, ich... Nicht. Ihr zwei verdient einander. Du siehst alt aus, Ras. Was ist hier wirklich los? Ich habe die Lazarusgrube zu oft benutzt. Ich lebe seit 600 Jahren. Mein Körper und mein Geist ertragen nicht viel mehr. Jedes Mal, wenn ich die Grube betrete, habe ich Angst vor dem, was ihr entsteigt. Die Lazarusgrube vernebelt deinen Geist. Denk nach. Wenn deine Grube in falsche Hände gelangt, wirst du Jahrhunderte der Zerstörung nicht verhindern können. Du kannst alles wieder gut machen, Ras. Beende deinen Kreuzzug, sonst komme ich zurück. Nummer 1. Keine Ahnung, es friert immer wieder ein. Das ist Freeze, er macht irgendwas. Hast du einen Plan B? Wie kommen wir jetzt da rein? Gar nicht. Das werde ich Harley sagen. Was? Bist du taub? Quinn ist auf dem Weg hierher. Sie klang richtig sauer. Ich glaube, Joker geht es schlechter. Sie kommt her, um uns Feuer unterm Arsch zu machen. Und wenn sie... Die Fledermaus ist hier! Beeindruckend, Batman. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Ich halte meine Versprechen, Victor. Das solltest du mittlerweile wissen. Die Formel ist vollständig. Der Verbindungsprozess war anscheinend erfolgreich. Wie fühlst du dich? Du siehst schlecht aus. Gib es mir. Ich fürchte, das geht leider nicht, Batman. Du kommandierst mich nicht länger herum. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen. Ich denke schon. Der Clown hat meine Frau. Du wirst sie mir zurückbringen. Ich glaube nicht, dass du das tun willst, Freeze. Doch, ich glaube, ich will. Entweder du bringst mir Nora, oder du stirbst.
Du bist jetzt in meinem Raum. Oracle, Freeze greift mich an. Ich brauche sofort das Telemetriesignal von seinem Anzug. Kein Problem. Bruce, denk an das, was beim letzten Mal geschah. Lass es nicht auf einen direkten Schlagabtausch ankommen. Er ist zu mächtig. Okay, Daten liegen vor. Leite sie weiter. Wo bist du hin? Batman, verschwinde, lass mich! Nora, sie ist alles, was ich habe. Es ist aus. Mehr konnte ich davon nicht herstellen. Harley Quinn hat es gestohlen. Worauf wartest du dann noch? Geh und hol es zurück. Der Clown muss für das, was er getan hat, bezahlen. So einfach ist es nicht. Joker hat das Stahlwerk abriegeln lassen. Hineinzukommen wird nicht einfach sein. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe an einem neuen Projektiltyp gearbeitet. Vielleicht verschaffen sie dir ja den nötigen Vorteil. Ich verspreche es dir, Victor. Ich werde Nora finden. Der Ofen erzeugt zu viel Hitze. Ich muss nach einem anderen Weg suchen. Oracle, such einen Weg, der in das Stahlwerk führt. Mal sehen. Ich vermute, du willst die gefährlichste Route, die möglich ist. Wie soll ein Erfolgskonzept verändern? Tja, du hast Glück. Es führt nur noch der Weg über die Wärmetauscher südlich vom Gebäude hinein. Ich markiere es auf deiner Karte. Ich dachte, wir hätten hier das Sagen. Thank you.
Guten Abend, Soldaten. Hier ist General Jay und ich melde mich mit einem kurzen Statusbericht aus Arkham City. Wie ihr sehen könnt, sehe ich schon viel besser aus. Ach was, ich sehe besser aus als je zuvor. Ich höre euch sagen, wie kann das sein? Bekomme ich auch was von dem irren Heilmittel? Verdammt, ich will antworten! Jetzt! Also es ist so. Antworten befriedigen auf Dauer niemanden. Manchmal muss man sich auf Enttäuschungen gefasst machen. Denkt drüber nach. Nehmt zum Beispiel eure Lieblingsserie. Gemeinsam habt ihr alles durchgemacht. Die Höhlen, die Tiefen, die ihren Zufälle und dann... Peng! Sagen Sie euch, was Sache ist. Macht das glücklich? Ergibt das Sinn? Wieso endet das alles in der Kirche? Ihr Jungs braucht nur eins zu wissen. Ich bin zurück und ich werde bleiben. Jetzt schnappt eure Knarren, Jungs. Wir müssen einen Ausbruch planen. Keine Geiseln, keine Gefangenen. Ich weiß, klingt nach Selbstmord, aber was auch geschieht, ich stehe hinter euch. Protokoll 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Wo ist es? Manieren sind wichtig, Batman. Es schadet nie, bitte zu sagen. Ich meine, wenn du so dringend geheilt werden willst, dann sag doch was. Ich muss dir wohl etwas Respekt beibringen. Du kannst mir gar nichts beibringen, Joker. Oh, komm schon. Im Leben lernt man ständig etwas dazu. Heute Lektion 1, den Arsch versohlt zu bekommen. Es geht Taue. Nur... Bitte, aufhören! Ich kann nicht mehr! Hast gewonnen! Hast mich besiegt! Worauf wartest du denn noch? Noch einen letzten Wunsch? Ah, wie wär's mit einem Witz? Wie wär's mit einem Handel? Lass ihn los. Nimm mich an seiner Stelle. Tja, ich bin hier für die Witze zuständig. Talia, was soll das? Ich repräsentiere den großen Ra's al Ghul. Kopf des Dämons und Herr über die League of Assassins. Tja, wie schön für dich. Lass Batman frei. Und wir geben dir das Geheimnis der Unsterblichkeit. Tu es nicht, Talia. Dann kann ihn keiner aufhalten. Was? Das heißt, sie sagt die Wahrheit? Unsterblich? Sind wir im Geschäft? Nein! Ach, halt's Maul! Ja! Nach dir, Teuerste. Wir gaben dir diese Chance, Batman. Jetzt folge deinem Herzen. Tja, wen haben wir denn da? Thank you.
Ich dachte, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Hast recht. Glaube, ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Bleib du lieber grüblerisch. Die Witze übernehme ich. Ich schätze, wir wissen jetzt beide, was Protokoll 10 ist, nicht wahr? Wenn du es stoppen willst, wirst du dich beeilen müssen. Oracle, Strange lässt Arkham City vom Wanda Tower aus mit Raketen unter Beschuss nehmen. Kümmer du dich darum. Joker hat Talia. Ich werde ihn verfolgen. Das kannst du nicht tun. Hunderte würden sterben. Ich brauche deine Hilfe, um den Angriff zu stoppen. Er wird Talia töten. Sie müssen das zu Ende denken. Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Mein Sender aktiviert sich nicht. Leite sofort alle WayneTech-Satelliten um und verstärke das Signal. Das kann ich nicht tun. Ich weiß, dass es nicht leicht für Sie ist, Sir. Aber wiegt dein Menschenleben schwerer als der Tod von 1000 anderen? Tu das nicht, Alfred. Batman muss Gotham retten. Tut mir leid. Aber tief in Ihrem Herzen wissen Sie, dass ich recht habe. Ach, verdammt. Oracle, verliere auf keinen Fall Talias Signal. Okay. Der Turm ist verriegelt. Ohne Codes komme ich nicht rein. Einer der Hubschrauber wird das Hauptsteuerprogramm einsetzen. Ich muss den Hubschrauber nur noch finden. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Getroffen. Ich habe den Code. Begebe mich zum Wanda Tower. Gut, du tust das Richtige. Mit dem Code dürftest du durch einen Wachraum am Haupttor hineinkommen. Wenn Talia etwas zustößt, sag Alfred, dass es seine Schuld war. Ziele wurden bekämpft. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Insassen streichen. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Hier spricht einer. Nein, bitte, das ist nicht nötig! Entflohene neuen Insassen. Sie befanden sich auf dem Weg zum unterirdischen Tunnelsystem. Diese Tigerwachen haben Betäubungsstöcke. Um mich zu schützen, muss ich sie von hinten angreifen. Wir sagen Bescheid, wenn wir soweit sind und ihr sie runter in den Tötungsbereich schicken könnt. Bestätigt, Zentrale. Hilf uns! Keinen Schritt weiter, Batman. Wir müssen reden. Und ich weiß, dass du deines Lebens nicht mehr froh werden würdest, wenn du diesen armen Mann auf dem Gewissen hättest. Ich habe eine Frage. Vor meiner Ankunft war diese Stadt dabei, im Dreck unterzugehen. Hast du in Erwägung gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Deine Gegenwart hat diese Tiere erschaffen. Sie vermehren sich wie Bakterien. Du hast ein Umfeld erzeugt, in dem die Bakterien mutieren und stärker werden konnten. Nehmen wir nur mal Joker. Würde er ohne dich überhaupt existieren? Ist sicher deprimierend. Du hast so viel geopfert und bist doch an allem schuld. Oh, das ist fabelhaft. Endlich haben wir den großen Batman besiegt. Schon bald werde ich meinen rechtmäßigen Platz an der Seite meines Meisters einnehmen. Wir werden die Welt beherrschen. Vielen Dank, Batman, für all deine Hilfe. Und jetzt töte ihn!
Hast du das gesehen? Er hat sie alle ausgeschaltet. Das ist zwecklos, Dark Knight. Das Unvermeidliche lässt sich nicht stoppen. Ich werde es Feuer und Schwefel auf diese Tiere regnen lassen. Gewaltanwendung und psychiatrische Behandlung der Stufen. Er ist in dem Raum. Batman ist mit euch da drin. Können Sie mich hören, Mr. Wayne? Natürlich können Sie das. Damit das klar ist, Sie können mich nicht besiegen. Ich bin unantastbar. Sie haben nicht gewonnen. Sie können nicht gewinnen. Ich, Hugo Strange, bin Ihr Nachfolger. Ich habe Gotham gerettet. Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Du hast alles ruiniert. Nimm sie ihre Hände weg. Sehen Sie, was Sie getan haben. Ist großartig, nicht wahr? Ja. Ja. Sie sind erledigt, Strange. Ich habe mächtige Freunde, Batman. Das ist erst der Anfang. Niemand wird mich aufhalten. Schon bald werde ich Armeen befehligen, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Ich habe erreicht, was der große Batman nie erreichen konnte. Ganz Gotham wird mir danken. Mir, Hugo Strange! Ihr Auftritt ist jetzt beendet, Professor Strange. Wieso? Ich habe getan, was Sie wollten. In der Tat. Sie haben deutlich gezeigt, dass Sie Batman in jeder Hinsicht unterlegen sind. Lass ihn sterben, Detective. Er war deine Marionette, Ra's. Wieso? Sie sagten, ich würde Ihr Nachfolger. Das war unsere Vision. Und Sie haben es nicht zu Ende gedacht. Aber... Als Sie kamen, um mir Batmans Identität zu verraten, gab ich Ihnen die Chance, Ihren Wert unter Beweis zu stellen. Und nicht nur das, sondern auch unbegrenzte Ressourcen für Ihren Plan. Sie sind dem Ziel sehr, sehr nahe gekommen und dennoch haben Sie mich enttäuscht. Er wird sterben, Ra's. Er braucht Hilfe, und zwar sofort! Tu, was du willst, Detective. Für mich ist er längst tot. Ich bin so nah dran. Geben Sie mir etwas mehr Zeit. Zu spät. Keiner erhält von mir eine zweite Chance. Das ist ein guter Tag, Detective. Gut? Es werden Menschen sterben. Die Welt vermisst sie nicht. Wieso solltest du es tun? Betrachte mein Werk. Du magst Strange besiegt haben. Aber das ist nur der Anfang. Komm mit mir. Gemeinsam werden wir diese Welt bereinigen. Niemals! Du irrst dich, Ra's. Du bist zu dem geworden, was du bekämpft hast. Und ich werde dich aufhalten. Das bezweifle ich. Computer aktiviere. Protokoll 11. Was tun Sie da? Zugangscode Wayne. Nein! Aus da! Nein, nein, nein! Ah!
Alles in Ordnung? Der Turm ist explodiert. Ich hab's gemerkt. Ein Glück, dir geht's gut. Ra's al Ghul war die geheimnisvolle Macht hinter Hugo Strange. Das alles war Teil seines Plans. Machst du Witze? Wo ist er jetzt? Sagen wir es so, er wird einen Ausflug zur Lazarusgrube brauchen. Hallo? Ist da jemand? Ich melde mich später. Es passiert gerade was. Hallo, Batman. Ich weiß, dass du mich hörst. Hoffentlich habe ich keinen schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Sieh dir mal deine Freundin an. Wie du sehen kannst, läuft sie Gefahr, ihr hübsches kleines Gehirn überall auf dieser Kamera zu verteilen. Ignoriere ihn, Liebster. Lass ihn sterben. Ah, wie romantisch. Das Blöde daran ist nur, dass es mir nie besser ging und du mich einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch? Hör zu, Batman. Ich stell für dich eine kleine Show auf die Beine. Das wird der absolute Hammer. Ein echter Straßenfeger. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Hauptdarstellerin nachher noch tot in ihrer Umkleidekabine. Alle Flugeinheiten sofort umkehren, Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Beeil dich und setz dich, Batman. Die Show wird in Kürze beginnen. Lass uns darüber reden. Jetzt willst du plötzlich reden? Zu spät, Batman. Her mit dem Heilmittel! Du hast das Heilmittel längst. Talia, nein! Problem gelöst. Das war nicht nötig. Wieso? Du hättest es nie getan. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ich musste dich retten. Harley Quinn hat es für ihn gestohlen. Ich hab's zurückgeholt. Es ist vorbei. Überraschung! Oh, Mr. J, du siehst toll aus. Klingeling. Wie hält man etwas vor dem größten Detektiv der ganzen Welt geheim? Weißt du es? Man platziert das Geheimnis direkt vor seiner langen spitzen Nase und wartet. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Bums, erwischt. Bist auf den alten, falscher Joker-Witz reingefallen, Batman. Talia! Verzeih, Geliebter. Ich wusste es nicht. Da Capo, weiter! Bravo! Das warst gar nicht du. Nicht immer, naja, manchmal. Verwirrend, nicht wahr? An deiner Stelle würde ich bestimmt gerne wissen, was zum Teufel hier los ist. Sagen wir es so, in Augenblicken wie diesen ist es wichtig, den Anschein zu wahren. Aber vorher sei doch so nett und gib mir mein Heilmittel. Nur heute Abend, als Vertretung von meiner Wenigkeit. Ein Mann, der einen verdammt guten Job macht, wenn ich das mal so sagen darf. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Clayface. Du warst doch hier gar nicht eingesperrt, Carlo. Warum hilfst du dem Joker? Ganz einfach. So eine Rolle kriegt man nur einmal.
letzte Chance. Oh, Kopf hoch, Bats! Der letzte Akt beginnt! Und er wird echt irre. Also komm schon! Also los! Steh nicht einfach so rum! Deswegen komme ich noch zu spät zur Massage. Ist ja nicht so, dass es noch eine Dame gäbe, die du retten müsstest, oder? Oh, tut mir leid. Unpassend? Würde ein Tapetenwechsel deinen Schmerz etwas lindern? Mir aus dem Weg, Bats! Ich habe eine Verabredung mit der Unsterblichkeit. Wartest du noch? Komm schon! Ich hab deine Freundin umgelegt, Gotham vergiftet und verdammt, es ist noch nicht mal Frühstückszeit! Aber wir alle wissen, dass du mich retten wirst. Alle Entscheidungen, die du je gefällt hast, zogen Elend und Tod nach sich. Menschen sterben. Ich halte dich auf. Du brichst aus und tust es wieder. Sieh es als eine Art Running Game. Bist du jetzt zufrieden? Willst du mal was echt Komisches hören? Selbst nach allem, was du getan hast, hätte ich dich gerettet. Das ist allerdings ziemlich komisch.
Koordinieren Sie... Was zum... Verdammt, was ist da drin passiert? Batman! Was ist passiert? Sie haben einen verpassten Anruf. Seitdem vergangene Zeit. 3 Stunden. Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Only you can make this change in me, for it's true. Destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you can make this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you.